Ho, 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 ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute werfen wir einen Blick in den Look Fantastic Man Adventskalender. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen hineinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ich habe mir den für 80 Euro gekauft und der soll einen Warenwert von 385 oder so haben. Und ich bin sehr gespannt, was hier drin ist. Als ich eben den aus dem Karton gehoben habe, ist mir leider eine Klappe aufgegangen und da habe ich gesehen, alles klar, wir haben hier sogar 25 Kläppchen drin, also Boxen. Finde ich richtig geil und jetzt bin ich mal gespannt, was hier drin ist. Also der Adventskalender war super schnell ausverkauft, was ich mir einfach gut vorstellen kann. 80 Euro ist halt wirklich ein Schnapp und ja, ich war baff, ne? Also ich kam gar nicht dazu, das Video schnell genug zu drehen, deswegen kommt es halt jetzt online, vielleicht für nächstes Jahr als kleine Info, was so drin sein könnte. Aber es sind auch online immer die Produkte aufgeführt. Das heißt, du kaufst bei Look Fantastic halt nicht die Katze im Sack und bist halt immer so direkt drauf eingestellt, ne? Ich habe jetzt hier den 1. Dezember und da schauen wir einfach mal hinein. Hier versteckt sich von Hawkins & Brimble ein Hair Walks. Okay, 100 ml haben wir hier drin enthalten. Ein Haarpflegeprodukt bzw. ein Haarstyling-Produkt für Mann und Frau im Prinzip, aber ich glaube, Männer verwenden eher einen Wachs als Frauen, also macht das durchaus Sinn. Und ich mag immer den Duft von Männer-Haarpflegeprodukten. Mein Freund braucht das jetzt nicht so intensiv, weil der hat, 3 mm. Okay, das riecht aber nicht nach irgendwas vielem Gedönsen. Schade. Hier habe ich jetzt den 2. Dezember und da drin befindet sich ein Deep Sleep Pillow Spray. Das ist unisex verwendbar und ich denke auch, dass viele Produkte aus dem Adventskalender sowohl Frauen als auch Männer verwenden können. Das ist von This Works mit 10 ml. Hat halt wirklich so einen Lavendelduft und dadurch kann man tiefer, fester, schneller einschlafen. Ich mag es sehr gerne, habe es auch schon mehrfach verwendet und finde es klasse, das auch in diesem Adventskalender zu finden. Selbstverständlich auch mit dabei ist hier die Nummer 3 und ich habe auch bei Look Fantastic, wenn ihr möchtet, den Code CLAUDIWELT. Darüber könnt ihr auch immer wieder sparen. Ihr bekommt dadurch einfach den maximalen Rabatt, ne? Also auf alle möglichen Produkte und ihr findet bei Look Fantastic ja auch einen ganz normalen Online-Shop. Das ist ja nicht in Anführungsstrichen nur die Beauty-Box und genau, an dem Code verdiene ich nichts. Solltet ihr aber über den Link in meiner Infobox gehen und darüber halt Sachen bestellen, bekomme ich eine kleine Provision. So, hier haben wir was von Dr. Pawpaw drin. Das ist das Multipurpose Soothing Balm mit Natural Pawpaw für Lippen, Gesicht, also Skin, Haut und Nagelhaut, auch ganz interessant. Und als Beauty Finishing, ja, Unisex-Produkt definitiv, 10 ml sind hier drin enthalten. Und ja, auch Lippenpflege sollte einem nahegebracht werden in der kalten Jahreszeit und deswegen auch in einem Beauty-Adventskalender gut aufgehoben. Also der Adventskalender ist von beiden Seiten zu öffnen, ne? Das ist immer so eine Sache. Hier haben wir jetzt die Nummer 4. Bislang hatten wir jetzt auch nicht so mega teure Sachen drin oder so und hier wurde jetzt etwas reingequetscht von Mio Clay Away Body Cleanser 2-in-1 Wash and Mask. Okay, das ist auch interessant. 30 ml als Körpermaske dann? Oder wie? Und dann lasse ich das drauf und renne damit durch die Gegend? Das kann ich mir nicht vorstellen. 2 Minuten lässt du das drauf. Ja, aber was mache ich denn in der Zeit? Nackig rumstehen? Hä? Ja gut, kann man machen, ne? Okay, vor allem so im Winter. Saukalt. Nun, wir schauen mal in den 5. Dezember rein. Ein Tübchen von American Crew. Das ist eine Foaming Cream mit 50 Gramm. Das soll meistens einfach auch, ja, Haarpflege, ne? Nicht Haarpflege, Haarstyling sein, dass du deine Haare entsprechend in Form bringen kannst. Der 6. Dezember enthält auch wieder ein Tübchen. Wobei, ich würde eher sagen, eine Tube. Elemis Pro Collagen Energizing Marine Cleanser. Das ist auch eine sehr, sehr hochpreisige Marke. Anti-Aging. 30 ml haben wir hier drin. Also ein Gesichtsreinigungsprodukt. Man sollte seine Haut oder sein Gesicht morgens und abends reinigen und danach halt seinen Skincare auftragen. Macht auf jeden Fall Sinn, dass auch Männer das machen, ne? Und ja, ist schön, ne? Holla, die Waldfee. Die Nummer 7 ist wirklich sehr verheißungsvoll groß. Und hier haben wir was von Rituals drin. Sport Anti-Dryness Body Lotion. Das finde ich toll mit aktivierter... Nein, doch, mit Aktivkohle einfach, ne? 70 ml. Ja, auch so ein Duschgel darf nicht fehlen. Das finde ich auf jeden Fall klasse. Und Rituals ist ja auch eine beliebte Marke. Und ich mag auch den Duft davon sehr, sehr gerne. Die Nummer 8 darf machen, dass es kracht. Oh la la, grün, botanisk. Nourishing Face Oil, Repair and Protect mit Granatapfel
Öl und Vitamin E, dem Schönheitsvitamin. Ich habe euch hier mal ein Video verlinkt zu Wirkstoffen. 30 Milliliter sind in diesem... Ist es Plastik oder ist es Glas? Es ist Glas, ne? Ja, hier drin, also sehr, sehr cool. Und Gesichtsöl kann man jetzt im Winter auch einfach sehr gut gebrauchen. In der Nummer 9 dürfen wir uns über ein weiteres Produkt freuen. Und ich finde es auch schön, dass wir hier nicht irgendwelche komischen Füllprodukte oder so drin haben. KMS Hair Play Sea Salt Spray. Ach, das ist aber auch wirklich ein sehr, sehr unisex einwendbares Produkt. Ne? 75 Milliliter mit Sea Salt Spray, mit Meerwasserspray, kannst du den Haaren wirklich so eine Textur verleihen. Ich persönlich mag das nicht ganz so gerne, weil die halt dadurch auch sehr... Ich weiß nicht, die werden dadurch so stumpf und irgendwie auch manchmal klebrig. Meins ist es nicht, aber es sieht halt so ein bisschen aus, als wärst du gerade aus dem Meer gestiegen. Kann man machen, ist nicht meins. In der Nummer 10 darf es mit einer sehr großen Verpackung, aber einem etwas kleineren Produkt weitergehen. Okay, aber das hat einen Preis, ne? Das ist von Avant mit 10 Millilitern, das Dual Response Pullalan Tightening and Firming Eye Cream Produkt. Ja, das ist preislich ganz weit oben, ne? Also ich... Mittlerweile, also bislang glaube ich, das teuerste Produkt, und Avant ist halt wirklich so eine Marke, das sage ich immer wieder, die sind gut, die haben schöne Sachen, aber ich würde vielleicht ein Drittel oder ein Viertel von dem Preis dafür bezahlen wollen. Das finde ich halt einfach manchmal ein bisschen hart, ne? Ja, aber es ist schön, dass es hier mit drin ist, und so ein Augenprodukt, da kommt man auf jeden Fall ganz gut mit aus. Und ich glaube, dass sie das halt auch mit reingenommen haben, weil das halt diese schwarze Verpackung hat und das so hart und so rüberkommt, keine Ahnung, kann man machen. Wäre das jetzt ein Adventskalender für die Frau, würde ich sagen, oh, in der Nummer 11 haben wir vielleicht eine Lidschattenpalette drin. Ich glaube nicht. Das hier ist einfach eine eckige Verpackung, die sehr, sehr doll hier reingequetscht wurde. Von Magnetone Wipeout, The Amazonian Microfiber Cleansing Cloth. Und damit kannst du dein Gesicht reinigen. Entweder nur mit diesem Produkt oder du machst dir halt entsprechend, wo ist es denn jetzt hin? Dieses von Elemis damit drauf, ne? Da kannst du das Gesicht halt richtig schön damit reinigen. Also ich mag solche Abschminkpads, das ist halt schon meins. Und hier sind, glaube ich, dann, nee, ist ein Tuch so drin. Ah, ist aber cool. Also ich verwende sowas, ne? Habe ich täglich in Anwendung. Zum Gesicht reinigen, zum Masken runternehmen, zum Abschminken, sowas. Also die Produkte sind hier wirklich sehr intensiv reingeprockelt worden. Die Nummer 12 habe ich hier. Und da habe ich was von Pai drin. Rosehip Fruit Extract Cleansing Oil. Ach, okay. 10 Milliliter. Interessant. Also, ja, ich hätte jetzt eigentlich gedacht, das ist so Step 1 vom Double Cleansing. Also ich kenne mich mit... Männerhaut nicht so intensiv aus. Ich weiß, dass die eine dickere Lederhaut haben. Ich weiß, dass Männer auch manchmal etwas andere Hautbedürfnisse haben. Aber ich wusste nicht, dass Männer auch oder Männern empfohlen wird, vielleicht Double Cleansing zu machen. Oder ein... Gut, du kannst auch anstelle von dem anderen Cleanser einfach einen Ölreiniger verwenden. Ne? Aber interessant, muss ich sagen. Die Nummer 13. Das ist jetzt die Halbzeit bei 25 Schubladen. Ne? Color Wow. Das ist ein Color Security Conditioner for Fine to Normal Color Treated Hair. 30 Milliliter. Das finde ich super, denn ich glaube, ich habe dazu noch das Shampoo. Und dann habe ich hier auf jeden Fall einmal Shampoo und Spülung für mich. Nice. Die Nummer 14. Macht weiter mit den Haaren und hat was von Philip Kingsley hier drin. Ein Flaky Itchy Scalp Treatment. Anti-Dandruff Dandruff Scalp Mask. 20 Milliliter, für mich persönlich ein perfektes Produkt, wenn ich jetzt nämlich auch hier meine Adventskalender-Hochsaison habe. Gut, jetzt mittlerweile sind wir in den Ausläufern, aber ja, dann trage ich halt auch in sehr, sehr warmen Temperaturgeschichten diese Mütze, und es entwickelt sich doch, also ich schwitze halt. Und dann ist es ganz angenehm, wenn man sowas halt abends verwenden kann, ne? Um dann nochmal alles zu reaktivieren. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass Männer mit kurzen Haaren, so wie bei meinem Freund, das ganz gut verwenden könnten. Weil da ist ja wirklich, ne, alles so der Umwelt auch ausgesetzt, weil Haare schützen ja auch eigentlich, ne? Mal gucken. Der 15. Dezember enthält auch wieder eine Tube. Ja, hier haben wir auch wieder ein, also seit längerer Zeit hier in diesem Adventskalender ein Produkt, wo wirklich Men draufsteht. Bulldog Skincare Original Styling Cream Natural Finish Medium and Medium Hold mit Shea Butter. Da steht hier gar nicht Men drauf. Aber es ist halt eigentlich Skincare for Men. Men's Best Friend, doch hier hinten. Siehst du? So nämlich. Aber wenn das ein Styling Cream ist, ist es auch wieder nichts für meinen Freund. Das ist natürlich schade, ne? Ja, gut. Da dumm.
Aber es ist trotzdem schön, dass es hier mit drin ist. Aber wir haben hier schon recht viele Haarpflegeprodukte, wenn ich das jetzt einfach mal so überfliege, ne? Aber gut, wenn ich mir halt auch vorstelle, wer den Adventskalender dann ja auch geschenkt bekommt oder sich selber kauft, das sind ja auch meistens eher so Männer, die so, ich will jetzt nicht Hipster sagen, aber ist Hipster überhaupt noch ein Wort, was man verwendet? Gar keine Ahnung. Aber ja, also ich glaube, das sind halt wirklich Männer, die schon, also ich denke wirklich an so einen Mann mit einem, so einem Schal und einem hellblauen Hemd oder einem weißen T-Shirt und so Walle-Walle-Mähne und so, ne, vielleicht so ein Drei-Tage-Bart. Den stelle ich mir dazu vor. Das wäre auf jeden Fall ein Mann, wo das so passen würde. Gut. Bevor ich jetzt hier weitermache mit meinen Fantasien, habe ich hier die Nummer 16. In-Ground Hair Pads mit BHA und AHA, Safe for Sensitive Skin. Das ist toll. 28 Pads haben wir hier drin. Und das ist so ein Peeling. Und das kannst du natürlich von Kopf bis Fuß verwenden. Also sowohl für eingewachsene Barthaare, aber auch für eingewachsene Untenhaare. Das ist natürlich ziemlich geil. AHA und BHA sind Säuren, da muss man ein bisschen aufpassen. Nur so als kleiner Tipp am Rande würde ich persönlich eher abends verwenden. Und wenn ihr das im Gesicht anwenden solltet, auf jeden Fall danach, am Morgen danach dann Lichtschutzfaktor verwenden. Aber jetzt bitte nicht morgens verwenden und dann keinen Lichtschutzfaktor tragen, das wäre sehr, sehr sad. Finde ich aber geil. Also klar ist es schöner, wenn du das halt als Solution hast, also einfach so, in so einer Verpackung schon drin hast und das dann einfach punktuell so auftragen kannst. Ich stelle mir aber auch vor, dass manche Leute vielleicht das auch schnell haben wollen und eben direkt griffbereit, ne? Und dann auftragen, fertig ist die Laube, nicht groß drüber nachdenken. Ich glaube, dafür ist es ganz gut und die Marke ist First Aid Beauty übrigens. Oh, ich sehe schon von oben, dass hier die Nummer 17, eine Woche vor Heiligabend, ganz gut befüllt ist. Hier habe ich nämlich von Menu Facial Moisturizer Lift Ultra Concentrate 100 ml drin. Das ist wundervoll. Also das reicht für 120 Anwendungen, steht hier hinten drauf, oder bis zu 120 Anwendungen. Und das kannst du nach dem Rasieren nehmen. Und das finde ich toll. Ist ein Produkt für Männer, ne, steht ja drauf. Dementsprechend soll das der Männerhaut halt entsprechend Feuchtigkeit. Entsprechend. Jetzt versuche ich mir tatsächlich abzugewöhnen und bin jetzt bei entsprechend gelandet. Alter Schwede. Okay. Sprachwissenschaftler sprechen hier ganz, ganz, ganz viele Sätze. Nun, auf jeden Fall ist das ein Produkt, was ich gut finde. Ne? Ist eine Feuchtigkeitscreme fürs Gesicht, für den Mann. Schön. Der 18. Dezember. Herzlich willkommen in der Weihnachtswoche. Grown Alchemist Age Repair Intensive Moisturizer. Moisturizer hinter Moisturizer. Das ist natürlich richtig gut aufgeteilt. 12 ml haben wir hier drin enthalten. Und ja, also das ist halt einfach ein sehr... Also Grown Alchemist ist tatsächlich auch eine... Jetzt hat sie doch tatsächlich gesagt. Eine hochpreisige Marke. Und deswegen finde ich das schön, dass es hier drin ist. Das ist mit Phytopeptiden, mit weißem Teeextrakt. Ja, hört sich auf jeden Fall gut an, ne? Kann ich mir auch unisex einfach vorstellen. Aber wie gesagt, Moisturizer hinter Moisturizer ergibt meiner Meinung nach nicht ganz so viel Sinn. Das hätte man vielleicht einfach so mit der 2 tauschen können. Die Nummer 19 enthält was von Balance Me. Und also das habe ich von oben hier schon gesehen. Und Balance Me ist auch eine hochpreisige Marke. Wir sind jetzt so ein bisschen im Skincare-Bereich angekommen. Okay. Plump and Hydrate ist es ein Tree Molecular Hyaluronic Serum. Und das ist auch mit Aloe Vera und 30 ml. Dürfte sogar eine Full Size sein, also eine Originalgröße. Und sowas mag ich auch gerne. Also ich finde es schön, wenn mehr Männer sich auch mit ihrer Skincare beschäftigen würden, ne? Fände ich halt toll. Das ist aber auch ein Produkt, was man unisex verwenden kann. Also das ist in einem Glas-Pipettenflakon hier drin, ne? Und das können Männer verwenden, das können Frauen verwenden. Das ist super. Und es ist einfach auch eine schöne Sache. Hyaluronsäure ist für jeden Hauttypen geeignet. Das heißt, es ist jetzt nicht irgendwie darauf gemünzt, ob du eine trockene Haut hast, eine Mischhaut, eine ölige Haut. Hyaluronsäure geht immer. Deswegen passt es super in diesen Adventskalender rein. Von einer riesigen Nummer 19 gehen wir zu einer kleinen Nummer 20 weiter. Die sich aber auch schwer anfühlt. Aromatherapy Associates Revive Morning Bath and Shower Oil. Oh, 9 ml sind hier drin. Edel, sprach der Wedel. Das ist sogar aus Glas. Ja, Wahnsinn. Kannst du in die Badewanne reinmachen, kannst du als Duschöl verwenden und dann sparst du dir vielleicht das Eincremen. Ist ganz praktisch. Die Nummer 21. Eine Moisturizing Lotion. Jetzt reicht's aber auch, ne? Also wir haben jetzt wirklich die dritte Gesichtsfeuchtigkeitscreme, Lotion, wie auch immer. Normal to dry sensitive skin. 29 ml, das ist jetzt nicht so super
hochpreisig, not for resale steht hier hinten auch drauf, ne? Ja, okay, das ist jetzt wirklich ein Füllprodukt, würde ich mal so sagen. Mal schauen, ob die Nummer 22 uns wieder hier so ein bisschen abholen kann, denn wir hatten jetzt zwei kleine Sachen, aber jetzt darf es auch wieder größer werden hier. Oh, Man Cave for a natural healthy you. Olive Stone Face Scrub, Olivenstein Gesichtspeeling. Ich weiß ja nicht. 100 Milliliter sind hier drin. Es ist halt wirklich ein mechanisches Peeling, ne? Wenn du als Mann jetzt wirklich so eine Haut hast, die, keine Ahnung, so dick ist, dass du damit über den Boden ratschen kannst und keinen Kratzer bekommst, ist das vielleicht ein Produkt, was man verwenden kann. Ansonsten empfehle ich, egal welche Haut man so hat, eher so chemische Peelings oder Enzympeelings, weil du machst dir mit diesen mechanischen Peelings Mikroverletzungen halt in die Haut und das kann halt nach hinten losgehen. Würde ich jetzt auch nicht so unbedingt meinem Freund empfehlen, wobei der echt eine robuste Haut hat und mechanisches Peeling aktuell auch in Anwendung hat. So seit 2 Jahren gefühlt in der Dusche stehen, aber egal, immerhin. Und vielleicht möchte er das mal verwenden, keine Ahnung, aber versucht es erstmal an einer vorsichtigen Stelle. Aber ich persönlich empfehle halt wirklich eher sowas. AHA, BHA, ne? PHA, wenn man anfängt mit dem Ganzen. Aber hier ein Video zu Peelings übrigens. Ja, ist hier mit drin, ist okay, passt zu Facecare, ne? Kann man machen, wenn man das verwenden möchte. Ansonsten kannst du es auf dem Körper verwenden, wenn die Haut am Körper nicht auch noch zu sensibel ist. Okay, dann schauen wir mal, was der Tag vor Heiligabend, der 23. Dezember, uns so bringt. Ein Tübchen von Esper. Oh, Fitness Shower Gel. Wir hatten heute noch gar nicht so viele Duschgele hier drin, ne? Ganz am Anfang hatten wir wohl eins. Das war eine Body Lotion. Nö, ist cool. Ja, Cleansing Shower Gel to refresh the body and revitalize the mind. 30 Milliliter haben wir hier drin enthalten. So eine kleine Größe. So Richtung Heiligabend finde ich auch ganz praktisch, weil da geht es ja auch vielleicht Richtung Familienurlaub, Familie besuchen, wie auch immer. Und dann hast du ein kleines Duschgel mit dabei, was dir auch noch so ein bisschen Revitalisierung mit reingibt. Ich glaube, dass hier auch vielleicht ein Produkt drin, also dass das ein Produkt ist, was auch so ein, was so Minze oder so mit dabei hat. Das ist jetzt nicht so unbedingt hier bei uns zu Hause in Anwendung. Aber ja, ne? Ist ein Duschgel, ist von Esper. Esper ist eine gute Marke. Das ist schön. Jetzt gucken wir mal in den Heiligabend rein. Denn der ist richtig groß, aber nicht groß befüllt. Aber zum Wiederbefüllen ist das richtig geil, ne? Also ich habe den Adventskalender für Frauen, für meine Schwiegermama in Spee befüllt. Und da habe ich richtig, richtig viele große, geile Produkte reinmachen können. So. Damon Barber London Texture Dust. Oh, 20 Gramm? Das ist dann ein Hairstyling Product. Okay, interessant. Das ist ein Puder. Ein Pulver. Das gibt dem Haar Struktur und Volumen mit einem matten Look, wenn man das halt so möchte. Ne? Das kann man auf jeden Fall machen. Das ist an Heiligabend. Weiß ich nicht, ob man das so feiert. Hätte ich jetzt vielleicht eher so ein Parfüm oder sowas gesehen, aber wir haben ja noch die Nummer 25. Da haben wir noch Hoffnung, dass da vielleicht jetzt noch so ein richtiges Highlight auf uns wartet. Denn wenn man bedenkt, der Mann hat vielleicht diesen Adventskalender bekommen, die Frau hat dann den von den Frauen ausgepackt, ne? Dann hat die Frau hier eine schöne Lidschattenpalette, glaube ich, drin. Spoiler, Spoiler. Und der Mann hat dieses Produkt hier drin enthalten. Okay, award-winning British Brand kenne ich auch aus anderen Adventskalendern. Barber Pro Warming Eye Mask. Ja, mit entspannender Kamille, erwärmt sich von alleine. Digital Detox, ja gut, weil du halt gerade nicht irgendwie auf dein Handy gucken kannst, bevor du ins Bett gehst. Relax on long journeys. Okay, wenn du vielleicht im Flugzeug unterwegs bist. Das ist jetzt keine 25 für mich. Also das... Nee. Der Männer-Adventskalender hat ja auch nicht so einen exorbitant krassen Wert wie der für die Frauen ausgerufen. Deswegen ist es vielleicht okay, dass wir hier teilweise nicht so Kabam-Produkte drin haben. Ich finde, der ist ganz, ganz gut wohl befüllt. Manche Sachen irgendwie merkwürdig. Moisturizer hinter Moisturizer, hinter Moisturizer gefühlt. Das ist alles so, so. Und ja, aber für einen Männer-Adventskalender, was eigentlich schwer ist zu befüllen, aus eigener Erfahrung gesprochen, ist der eigentlich ganz okay gefüllt. Ich finde den aber jetzt nicht so mega krass. Ne? Ich denke, dass viele den auch gekauft haben, wegen zum Beispiel dem Avant-Produkt, weil allein hiermit hast du ja schon gefühlt den ganzen Adventskalender rausgehabt. Ja, und du hast hier halt einige Produkte drin, die auch durchaus die Frauen mitverwenden können.
Ja, aber ich finde den jetzt nicht so krass. Da gab es andere, die ich noch besser fand, aber trotzdem ist es ein solider Adventskalender und ich finde den sehr, sehr schön zum Neubefüllen. Das ist so auch meine Einstellung zu dem Adventskalender. Aber ich fand den Inhalt jetzt nicht so mega. Da gibt es bessere. Ne? Ihr Lieben, das ist es hier auch schon wieder von mir gewesen. Wenn es dir gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.